tut mir leid, Junge. Ich rette dir das Leben. General Patton sagt, dass Kriege mit Waffen geschlagen, aber mit Männern gewonnen werden. Ich kapier's einfach nicht, wann es Zeit ist, aufzugeben, hä? Das könnte ich den ganzen Tag machen. Unser Ziel ist es, die mächtigste Armee der Geschichte aufzustellen. Ich sollte dabei sein. Ich weiß, dass du mir das nicht zutraust, aber... Das ist kein Spaziergang, Steve, sondern Krieg. Jede Armee beginnt mit einem Mann. 5 Versuche in 5 verschiedenen Städten. Ich gebe ihnen eine Chance. Sie werden der Erste einer neuen Generation von Supersoldaten. Warum ich? Weil der Schwache die Bedeutung der Stärke kennt. Die Bedeutung der Macht. Ist gar nicht so schlimm gewesen. Das war Penicillin. Wir werden diesen Krieg gewinnen, weil wir die besten Männer haben. Jetzt, Mr. Stark. Und Sie werden heute den Feind persönlich durch die Pforte der Hölle führen. Fühlst du dich? Größer. Ihre Aufgabe ist keine leichte. Wer zum Teufel sind Sie? Der erste von vielen. Ihr Feind ist nicht das, was Sie erwarten. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Sie wurden dafür auserwählt. Was hältst du davon? Das funktioniert. Die Gegend kenne ich. In der Gasse wurde ich zusammengeschlagen. Kapierst nicht, wann du aufgeben musst. Könnte ich den ganzen Tag machen. Von weglaufen halten sie wohl nichts. Wenn du das machst, lassen sie dich nie mehr in Ruhe. Willst du das wirklich machen? So viele riskieren dort ihr Leben. Ich habe nicht das Recht, weniger zu tun als diese Männer. Ich gebe ihnen eine Chance. Unser Ziel ist eine neue Generation von Supersoldaten. Sie haben diesen 40-Kilo-Asthmatiker angeschleppt und ich hab's durchgehen lassen. Ich suche nach Qualitäten jenseits von Körperkraft. Kriege gewinnt man mit Mut. Granate! Alle runter! Das war nur ein Test. Er ist und bleibt ein Würstchen. Was auch passiert, bleiben Sie, wer Sie sind. Nicht nur ein Soldat, sondern ein guter Mensch. Zu spät, um nochmal auf den Topf zu gehen? Sie haben es geschafft. Wer zum Teufel sind Sie? Der Erste von vielen. Hydra ist die Abteilung für Hochtechnologie der Nazis, geleitet von Johann Schmidt. Er hält sich für einen Gott und er würde die halbe Welt zerstören, um das zu beweisen. Unsere Technologie ist nicht annähernd so weit. Ich brauche eine Armee und was kriege ich? Sie. Glückwunsch, Sie sind gerade befördert worden. Ist das Dark? Ich hatte ein paar Ideen, was die Uniform betrifft. Die Mädels werden dir die Bude einrennen. Captain, wir sind uns recht ähnlich. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Du bist da nicht allein. Was hat dich so besonders gemacht? Nichts. Ich bin nur ein Junge aus Brooklyn. Spät dran. Ja, niemand ist perfekt. Absprungzone vor uns, Cap. Hast du am Samstag was Schönes gemacht? Naja, alle Jungs aus meiner Gesangstruppe sind tot, also nicht wirklich. Wenn du Kirsten aus der Buchhaltung nach einem Date fragst, sagt sie bestimmt ja. Darum frage ich sie nicht. Zu schüchtern oder zu ängstlich? Zu beschäftigt. Hat er einen Fallschirm? Nein. Einen hat er nicht.
Ich bin marschiert, um Menschen zu beschützen. Captain, um eine bessere Welt zu schaffen, muss man manchmal die alte zerstören. Und das schafft Feinde. Sind Sie bereit, der Welt zu zeigen, wie Sie wirklich sind? Schauen Sie aus dem Fenster. Sie kennen die Spielregeln. Chaos, Krieg. Es reicht ein einziger Schritt. Wir eliminieren viele Bedrohungen, bevor sie überhaupt stattfinden. Ich dachte, die Bestrafung kommt erst nach dem Verbrechen. S.H.I.E.L.D. nimmt die Welt, wie sie ist. Nicht, wie wir sie uns wünschen. Das ist keine Freiheit. Das ist Angst. Sie müssen beide Augen offen halten. Bevor wir anfangen. Will irgendjemand aussteigen? Ihre Arbeit war ein Geschenk für die Menschheit. Sie haben das Jahrhundert geformt. Und das müssen Sie noch einmal tun. Du bist dran. Es geht los. Hast du am Samstag was Schönes gemacht? Naja, alle Jungs aus meiner Gesangstruppe sind tot, also nicht wirklich. Wenn du Kirsten aus der Buchhaltung nach einem Date fragst, sagt sie bestimmt ja. Darum frage ich sie nicht. Zu schüchtern. Zu beschäftigt. Hat er einen Fallschirm? Nein. Nein, hat er nicht. Ich bin bei S.H.I.E.L.D., um Menschen zu beschützen. Captain, um eine bessere Welt zu schaffen, muss man manchmal die alte zerstören. Und das schafft Feinde. Die meisten Nachrichtendienste glauben nicht, dass es ihn gibt. Wir es tun, nennen ihn Winter Soldier. Er ist schnell. Stark. Hat einen Arm aus Metall. Sind Sie bereit? Es reicht ein einziger Schritt. Es wird Tote geben. Das kann ich nicht zulassen. Wann fangen wir an? Schon geschehen. Der Preis der Freiheit ist hoch. Und ich bin bereit, ihn zu zahlen. Sie sagten, ich soll keinem trauen. Das ist das Ende. Jetzt ist alles offen. Sieht so aus, als haben Sie jetzt das Sagen, Captain. Verdammt richtig. The Return of the First Avenger. Wie unterscheiden wir die Guten von den Bösen? Wenn sie auf dich schießen, sind es die Bösen. Hast du am Samstag was Schönes gemacht? Naja, alle Jungs aus meiner Gesangstruppe sind tot, also nicht wirklich. Wenn du Kirsten aus der Buchhaltung nach einem Date fragst, sagt sie bestimmt ja. Darum frage ich sie nicht. Zu schüchtern. Zu beschäftigt. Hat er einen Fallschirm? Nein. Nein, hat er nicht. Ich bin bei S.H.I.E.L.D., um Menschen zu beschützen. Captain, um eine bessere Welt zu schaffen, muss man manchmal die alte zerstören. Und das schafft Feinde.
Die meisten Nachrichtendienste glauben nicht, dass es ihn gibt. Wir es tun, nennen ihn Winter Soldier. Er ist schnell. Stark. Hat einen Arm aus Metall. Sind Sie bereit? Es reicht ein einziger Schritt. Es wird Tote geben. Das kann ich nicht zulassen. Wann fangen wir an? Schon geschehen. Der Preis der Freiheit ist hoch. Und ich bin bereit, ihn zu zahlen. Sie sagten, ich soll keinem trauen. Das ist das Ende. Jetzt ist alles offen. Sieht so aus, als haben Sie jetzt das Sagen, Cap. Verdammt richtig. The Return of the First Avenger. Wie unterscheiden wir die Guten von den Bösen? Wenn sie auf dich schießen, sind es die Bösen. Buck. Erinnerst du dich an mich? Deine Mutter heißt Sarah. Du hast deine Schuhe mit Zeitungen ausgestopft. Du wirst gesucht. Ich habe damit aufgehört. Tja, die Leute, die das nicht glauben, sind gleich da. Und sie brauchen dich nicht lebend. Captain, während viele ihr Handeln als heldenhaft ansehen, bezeichnen es einige andere als Selbstjustiz. Sie haben mit unbegrenzter Macht und ohne Befugnis agiert. Das kann die Welt nicht länger tolerieren. Ich weiß, wie viel Bucky dir bedeutet. Halt dich da raus, bitte. Du machst es nur noch schlimmer. Heißt das, du wirst mich verhaften? Das wird Konsequenzen haben. Captain, du bist zu defensiv? Naja, es war ein langer Tag. Akzeptieren wir keine Grenzen? Sind wir nicht besser als die Bösen? Da bin ich anderer Meinung. Manchmal würde ich dir gern deine perfekten Zähne ausschlagen. Ich will nur sicherstellen, dass wir alle Möglichkeiten durchgespielt haben. Die Leute, die auf dich schießen, schießen am Ende meistens auch auf mich. Du weißt, was passieren wird. Ist das wirklich auf die harte Tour? Was machen wir? Wir kämpfen. Tut mir leid, Tony. Du weißt, ich würde das nicht tun, wenn ich eine Wahl hätte. Aber er ist mein Freund. Das war ich auch. The First Avenger. Civil War. In unserem Job versuchen wir, so viele Leute wie möglich zu retten. Manchmal heißt das nicht alle. Aber wir geben nicht auf. New York. Washington, D.C. Sokovia. Okay, das reicht. Captain, die Menschen haben Angst. Darum bin ich hier. Es muss Grenzen für uns geben. In welcher Form auch immer, ich bin dabei. Tut mir leid, Tony. Wenn ich sehe, dass etwas falsch läuft, kann ich das nicht ignorieren. Manchmal wünschte ich, ich könnte es. Manchmal würde ich dir gerne deine perfekten Zähne rausschlagen. Ich
Ich weiß, wir sind nicht perfekt. Aber bei uns liegt es immer noch in den besten Händen. Nein! Ich habe mich in euch getäuscht. Die Welt hat sich in euch getäuscht. Ich werde hinter euch her sein. Ich werde nicht die sein, die sich dauernd umsehen muss. Das muss nicht im Kampf enden, Tony. Du hast einen Krieg begonnen. Gib auf. Letzte Warnung. Kann den ganzen Tag so weitergehen. Okay, ich werde ungeduldig. Jetzt, Kleiner! Hey, Leute. In unserem Job versuchen wir, so viele Leute wie möglich zu retten. Manchmal heißt das nicht alle. Aber wir geben nicht auf. New York. Washington, D.C. Sokovia. Okay, das reicht. Captain, die Menschen haben Angst. Darum bin ich hier. Es muss Grenzen für uns geben. In welcher Form auch immer, ich bin dabei. Tut mir leid, Tony. Wenn ich sehe, dass etwas falsch läuft, kann ich das nicht ignorieren. Manchmal wünschte ich könnte es. Manchmal würde ich dir gern deine perfekten Zähne rausschlagen. Ich weiß, wir sind nicht perfekt. Aber bei uns liegt es immer noch in den besten Händen. Nein! Ich habe mich in euch getäuscht. Die Welt hat sich in euch getäuscht. Ich werde hinter euch her sein. Ich werde nicht die sein, die sich dauernd umsehen muss. Das muss nicht im Kampf enden, Tony. Du hast einen Krieg begonnen. Gib auf. Letzte Warnung. Kann den ganzen Tag so weitergehen. Okay, ich werde ungeduldig. Jetzt, Kleiner! Hey, Leute.